Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder zurück zu Doom and Destiny. In der letzten Folge haben wir hier einen sehr merkwürdigen Sprung in eine Fantasy-Science-Fiction-Welt oder sowas gemacht und sind nun irgendwie hier in irgendeinem Königreich. Und wir sind irgendwie zu Helden knapp halbwegs ernannt worden und sollen hier jetzt eine Prinzessin retten. Dies ist das Schloss von König MacGuffin. Ihr müsst nicht mit jedem reden, aber manchmal teilen die Leute nützliche Informationen mit euch. Meistens reden sie aber nur Müll. Okay, wenn die meisten nur Müll reden, dann überspringen wir das Ganze mal, aber es ist trotzdem nicht schlecht, sich mal hier auch in jedem Haus bei uns umzuschauen. Oh, es ist lange her, dass wir Helden in der Stadt hatten. Okay. Nehmt euch alles, was ihr braucht. Okay. Oh, magischer Trank, wie geil. Fängt ja gut an, aber wir sind voll. Und ich hätte eigentlich viel lieber ein... Genau das wollte ich. Danke, Doom and Destiny. Oh ja, geil. Okay, noch ein paar Fruchtgummis. Die nehmen wir gerne. Bitte aus dem Weg. Ich will noch gucken, was das für eine Tür ist. Ja, das hat sich dann wohl auch erledigt. Wie viel Gold haben wir eigentlich? 859. Ach, das ist noch viel zu wenig. Naja. Wir können ja... Wir wissen ja noch nicht, was wir uns kaufen wollen und so. Der Namenlose hackt etwas aus. Das spüre ich. Wenn ich doch nur ein Held wäre, könnte ich diesen Dämon selbst töten. Aber das bin ich nicht. Also müsst ihr das übernehmen. Ja gut, warte. Oder ist das nur abgeschlossen, das Haus? Ah ja. Ich bin schon alt. Alt, aber bestimmt noch topfit, oder? Opa? Opi? Okay. Hey. Lasst uns zusammen spielen. Klar, was denn? Vielleicht irgendwas auf der Switch? Habt ihr sowas hier überhaupt? Gibt es überhaupt in eurer Welt Videospiele? Fühlt euch frei, mein Haus zu plündern. Okay. Dann komm mal mit, Pippi. Du gehörst jetzt uns. Nee, Spaß. Das Haus ist gruselig. Wieso? Sieht aus wie ein... Magieladen. Wie kann euch die Magie helfen? Gute Frage. Kommt drauf an, was ihr habt. Oh. Blauer Umhang. Moment. Magisches Zeug. Blauer Umhang. Magisches Unterhemd. Okay, ich glaube, das wär's dann erstmal. Waffen. Wir haben das rostige Schwert immer noch. Lol. Also Leute, ich werde jetzt erstmal mich hier ein bisschen viel in der Stadt umgucken. Ich weiß nicht so recht, ob wir bisher jetzt irgendwie was Spannendes draußen erleben werden, aber erstmal können wir uns ja mal hier ein bisschen umschauen und gucken, ob wir irgendwas Nützliches finden können. Feuerball verbrennt all eure Gegner mit einem einzigen Treffer. Ein brennender Charakter verliert 10 Punkte Stärke und Geisteskraft. Okay, hört sich doch ganz nett an. Aber nur einmalig oder dauerhaft so pro Runde 10 Leben weg? Wir werden sehen.
Eisknall eine Menge Schaden an einem einzelnen Ziel verursachen und das Durchgefrieren verlangsamen. Ein gefrorener Gegner verliert 10 Punkte Geschwindigkeit und Ausweichen. Hört sich auch gut an. Ich kann euch ein paar Zauber lehren. Gegen Bezahlung, selbstverständlich. Oh, Feuerball und Eisknall. Da haben wir es ja. Deswegen war gerade davon die Rede. So, einmal kurz gucken wegen den Fertigkeiten. Alles klar. Wir müssen wohl erstmal ein bisschen uns hochpushen. Vor allem, wir sind immer noch Level 2. Das ist ja... Und haben einen Boss mit Level 2 besiegt. Irgendwas Interessantes hier auf der linken Seite haben wir jetzt erstmal nicht. Okay, dann gehen wir mal runter. Wir belassen es jetzt erstmal, die ganzen Leute hier im Dorf anzusprechen, wenn einige nur Müll reden und nützliches Zeug wird uns jetzt auch eigentlich nicht so viel bringen. Ich kenne mich eigentlich ziemlich gut aus. Wie kann ich euch helfen, junge Helden? Kommt drauf an, was du anbietest. Ein Langschwert. Ein Langschwert nehme ich. Die Schleuder nehme ich auch. Ja, komm, gib mal her. Gib mal her. So, das war das Langschwert, die Schleuder und das Kurzschwert. Ja, ihr seht schon, manchmal fallen einige Attribute, wenn ich mal mir hier was ausrüste. Aber ich versuche mal logisch zu denken, welche Eigenschaft für den Charakter am besten wäre. Ah, ich dachte, das wird wieder eben gerade nur einmalig gekauft. Scheiße, jetzt habe ich das zu oft gekauft. Digga. Ja, du kannst zwei wieder haben. Aber natürlich für einen billigeren Preis. Ach. Ne, lass mal. Den nehme ich aber. Den hatten wir auch eben gekauft. Das haben wir eben gekauft. Das haben wir eben gekauft. Das holen wir uns auch mal. Oder steigen darauf um. Und nehmen auch das hier. Gut, also wenn euch der Part ein bisschen langweilt, könnt ihr auch ruhig die Geschwindigkeit erhöhen oder ruhig auch skippen. Wir werden dann mal im nächsten Part höchstwahrscheinlich auch nochmal hier ein bisschen im Schloss herumeiern, aber es ist halt eben auch ein bisschen wichtig, was wir hier alles uns kaufen, weil es uns draußen nützlich sein wird. Nicht wundern, ich kaufe nicht alle dieser Eigenschaften, weil wir einiges nicht so unbedingt brauchen, wie zum Beispiel dies hier verursacht 81 Schaden und hat ein paar Elemente und Effektschaden gedöns, aber ich nehme meistens immer das hier mit dem höchsten Angriff. Das hier zum Beispiel jetzt 109. Ich hoffe, das stört euch nicht, wenn ich nicht unbedingt alles kaufe, was es hier gibt. Die beste Verteidigung ist eine starke Offensive. Was kann ich euch beibringen? Bestimmt eine Menge. Und auf haltbar nehme ich auf jeden Fall für Johnny. Das kann uns nämlich nützlich sein. 86 und 86. Dann nehmen wir das, was wir uns noch leisten können. Nee. Oh. Haben wir das noch nicht so richtig ausgestattet, oder? Nee, das war auch hier bei den Ausrüstungen, oder? Ja, gut, dann habe ich das auch schon erledigt.
Gut, gut. Da wir uns jetzt nichts mehr leisten können, würde ich mal sagen, gehen wir mal Richtung Prinzessin und versuchen sie mal schon auf Level 2 zu retten. Ich weiß, hier ist noch eine Menge zu erkunden, aber das werden wir dann ein nächstes Mal tun. Berühre 2 Sekunden lang den Bildschirm auf der rechten Seite und du kannst die große Karte für die Weltkarte öffnen. Ja, da haben wir sie einmal. Wie man sehen kann, es ist eine riesige Welt. Man kann mit diesem Projekt, das ich jetzt hier gerade führe, wirklich wochenlang damit erstmal streamen. Und das wird ja mir auch erstmal jetzt nützlich sein, beziehungsweise das wird jetzt erstmal das einzige Projekt auf meinem Kanal sein, weil, wie gesagt, ich muss meinen Laptop erstmal besorgen, also mir einen neuen Laptop besorgen, damit wir wieder was anfangen, was Neues anfangen können. So, hier haben wir nochmal ein Hühnerbeispiel. Boom! Weg damit. Wenn ihr Schätze erhofft habt, werdet ihr enttäuscht sein. Nur Pferdescheiße und Vogeldreck, meine Freunde. Was? Berühre und halte die rechte Seite des Bildschirms für 2... Um die Karte zu öffnen. Das wär's mir schon, danke. Scheiße! Echt scheiße! Uah. Gott! Aber jetzt vernichten wir erstmal noch ein paar Hühner, um ein bisschen Dampf abzulassen. Ich weiß sowieso nicht, wieso die einfach explodieren, wenn man sie einfach antippt. Oh, hast du jetzt was Neues für uns? Vielen Dank, ihr Helden, dass ihr all meine Hühner in die Luft gejagt habt. Vielen, vielen Dank. Sarkasmus Stufe 39. Alles klar. Nein. Scheiß Werbung, weg damit. Oh. Das sieht doch schon mal interessant aus. Essen. Okay, nehme ich gerne. Noch mehr Essen. Lass mich raten. Essen? Ja, Essen. Trinken? Essen. Und zu guter Letzt. Alter, das Haus der Fruchtgummis. Wohnen hier etwa die Gummibäre? Okay. Der Herr mag wohl nicht mit uns reden. Vielleicht wollte er nicht, dass wir ihn ausplündern. Oder vielleicht muss man zuerst mit den Leuten reden, bevor man sie ausplündert. Helden, die Worte waren also wahr. Ich hoffe, ihr habt den bösen Namenlosen besiegt. Ich habe gehört, dass er echt gemein ist. Ein wahrer Bösewicht. nee, da sind wir noch bei. Aspirin, oh gut, das wirkt sicherlich Wunder für meine aktuellen Kopfschmerzen. Nee, Spaß, ich habe keine Kopfschmerzen momentan. Ich habe nur einen leichten Schnöf, deswegen merkt ihr wahrscheinlich auch, dass meine Stimme ein bisschen schroff ist. So, oh, verdammt. Aber kein Problem, wir sind jetzt bestens und neu aufge... Warte, Bruder, was ist los? Ich glaube, wir sollten mal häufiger auf unsere Fertigkeiten, die wir erworben haben, zurückgreifen. Und das. Oh, ich habe jetzt eigentlich gerade gesehen, so, dass... Ich wollte zurückgehen. Ach, komm. Den klatschen wir auch so weg. Bam! Oh, neues Level. Perfekt. So, bevor wir hier wieder von einer neuen zufälligen Begegnung überrascht werden, würde ich mal sagen, beenden wir an dieser Stelle mal eben den Part hier unter dem schönen kleinen Bäumchen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Hinterlasst ein Like, ein Abo und aktiviert die Glocke, um den nächsten Part rechtzeitig mitzubekommen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.